Einen wunderschönen guten Mittag, Nachmittag wünsche ich dir. Wir haben gerade lecker gegessen. Dementsprechend sieht sie gerade aus. Meine Rasselbande ist weg. Es gab super mega lecker Spaghetti mit Bolognese-Soße. Alle Teller sind leer gefegt. Außer hier die kleine süße Maus, die Elisa. Die kommt gleich, weil Justus holt sie gerade vom Kindergarten ab. Und obwohl sie im Kindergarten ja zu essen bekommt, mag sie die Spaghetti Bolognese zu Hause immer so gerne, dass wir ihr immer noch was übrig lassen. Heute übrigens besonders viel gemacht. Wie man sieht, ist noch viel übrig. Das machen wir total gerne, damit einfach noch was übrig ist für den nächsten Tag. Dann gibt es nämlich gebratene Nudeln. So, Ketchup muss weg. Die Mädels essen gerne ohne Bolognese-Soße, sondern mit Ketchup. Und Spaghettis. Weiß nicht, ob deine Kinder das auch machen. Ich wollte jetzt einmal was zu trinken noch machen. Heute ist so herrliches Wetter. Ich muss ein bisschen gucken. Da draußen. Wir sind ja noch längst nicht fertig mit unserem Haus. Deswegen haben wir heute auch noch Handwerker da. Also es wird gestrichen da im Flur. Da rumpelt's. Ja, wir haben ja noch viele Elektroarbeiten auch machen lassen. Und da wurden eben die Wände auch nochmal aufgestemmt. Und deswegen muss an ein paar Stellen nochmal nachgestrichen werden. Das wird heute gemacht. Vor allen Dingen im Flur und eben auch im Treppenbereich, der nach oben geht. Also seit dem Umzug hochschwanger und dann die Geburt. Seitdem ja, war ich so ausgenockt und konnte nicht mehr wirklich viel machen. Aber jetzt bin ich wieder frisch und starte. Und wie gesagt, wir müssen noch viel am Haus machen. Und da sind wir jetzt dran. Sprudelwasser. Ich weiß gar nicht, ob Johann jetzt ein Glas schon draußen hat. Er ist nämlich im Garten. Ich glaube, wir werden heute auch den ganzen Tag wieder im Garten verbringen, obwohl es gerade so ein bisschen zuzieht. Aber ich wollte ihm einmal kurz was zu trinken nach draußen bringen. Ein Krug und dann nehme ich noch ein Glas mit. Also Sonne scheint gerade nicht, aber es ist richtig warm. Ein bisschen schwülwarm. Hier im Garten müssen wir auch noch super viel machen. Da sind wir auch noch dran. Und gerade Garten, wir lieben ja Garten. Das muss hier immer richtig schön aussehen. Dann hat man einfach auch Spaß und Lust, hier was zu machen. Vielleicht siehst du das hier auch schon. Justus hat hier so ein bisschen was verstellt. Das kann ich dir gleich auch nochmal genauer zeigen. Er hatte da ja diesen Podest gemacht, extra für seine Bonsais. Johann. Ach, neben meinem wunderschönen Magnolienbusch sitzt mein Sohn. Und er lernt tatsächlich gerade. Das muss ich dir unbedingt auch noch zeigen. Keine Hände frei. Aber in Zusammenarbeit mit Sofatutor habe ich da jetzt was Neues entdeckt. Und zwar wusste ich auch überhaupt gar nicht, dass es von Sofatutor eine App gibt. Musste ich dann sofort runterladen. Und das ist halt so super praktisch mit einer App. Da kann man einfach auch mal zwischendurch zum Beispiel lernen. Oder eben auch mal im Garten, wenn man gerade so mal zwischendurch Zeit dafür hat. Johann macht gerade jetzt Englisch. Ach, du machst gerade Englisch. Ja, das kann ich auch immer zeigen. Das sieht so aus. Und diese Übung kann man hier machen. Das ist Pommes, der Pinguin, so heißt er. Und dann kann man hier zum Beispiel Farben und Zahlen üben. Das ist super toll. Und dann wird man hier abgefragt. So, und dann muss man das halt aussuchen. So grün. Green. Ja, der wiederholt das auch. Und deswegen kann man das auch mit der Aussprache so gut lernen. Red. Ja. Es sind auch immer nur so kurze Lerneinheiten mit interaktiven Übungen. Das macht ja auch Spaß, so dann das sich durchzuklicken. Und ja, wenn man zum Beispiel dann im Garten sitzen kann oder wenn man unterwegs ist, im Auto, irgendwie gerade eine Strecke fährt und nichts zu tun hat, kann man das richtig gut nutzen. Ich verlinke dir Sofatutor auch wieder einmal unten. Und es gibt im Moment auch gerade wieder einen Code von mir. Also falls du das ausprobieren möchtest, kannst du auf jeden Fall die ersten 30 Tage kostenlos testen. Da geh einfach auf meinen Link in der Infobox und du hast 60% Rabatt auf die Lernpakete. Und das sind umgerechnet 33 Cent pro Tag. Und es ist ja auch bald wieder soweit. Der Übergang in die nächste Klassenstufe steht an. Ne, Johann? Ja, bald geht es dann schon in die sechste für Johann. Ja, also vor den Sommerferien heißt es jetzt nochmal richtig durchpowern, damit man auch ein gutes Zeugnis hat. Und damit man da ja einfach auch richtig gut ins neue Schuljahr starten kann. Also ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ist. Das kannst du mir gerne mal schreiben, ob du da auch schon voller Elan bist und dich freust aus Schuljahreszeugnis oder ja, ob du da so ein bisschen Bedenken hast oder nicht. So schön sieht das aus, mein Magnolienbaum da hinten. Ja, der hat sich wieder ein bisschen erholt. Also das letzte Mal hat er ja so ganz braune Blätter bekommen.
Aber jetzt hat er wieder neue Knospen gehabt und sieht jetzt wieder schön aus. Ja, mal gucken, wie lange der noch hält. Also Magnolien blühen ja eigentlich nicht ganz so lange. Oh, Elisa ist wieder da. Oh, ich habe frisches Wasser gemacht. Na, Elisa, ich habe schon erzählt, Elisa verlangt dann auch immer noch mal nach Spaghetti. Ja, obwohl es heute auch nur der Tag im Kindergarten ist, hier noch mal zu Hause noch mehr Spaghetti. Weil zu Hause schmecken es natürlich am besten, ne? Küche ist aufgeräumt, auch wenn Justus jetzt hier so ein paar Sachen verteilt hat. Und gerade dabei ist was aufzuhängen, so süß. Ja, mein geliebter Ehemann hat ja jetzt einen YouTube-Button bekommen. Vom Anti-YouTuber zum YouTube-Button-Besitzer. Ich bin so stolz auf ihn. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Wo ist denn deiner? Ach, da. Hier. Ja, hab's schon gefunden. Genau. Ja, mein Mann, tatsächlich stolzer Besitzer. Und jetzt wollte er die tatsächlich da an die Wand hängen. Und ist da gerade am Ausmessen und so. Also, falls du Justus noch nicht folgst auf YouTube, dann machst das unbedingt. Ich verlinke dir seinen Kanal unten. Er macht richtig, richtig tolle Videos. Also, die Themen, egal ob Arztvideos, die finde ich super spannend, wenn er aus seinem Arztalltag erzählt. Oder auch seine Hausvideos. Da hält er dich ja komplett auf dem Laufenden, wie das da weitergeht bei uns. Die Kinder sind jetzt gerade draußen. Elisa hat jetzt auch gerade eine kleine Freundin da. Sind wieder alle auf der Hüpfburg da hinten. Also die Hüpfburg kommt immer noch super gut an. Ist jetzt schon fast über ein Jahr her, dass wir die Hüpfburg haben. Ja, ist immer das Highlight. Wir spielen wirklich stundenlang drauf. Immer noch. In unseren schönen Flur. Ja, passt das? Gesehen, dass die Lampen stehen. Die Lampen stehen? Ja. Also das sieht man vielleicht jetzt nicht so, aber das ist niedriger die Lampen. Doch, das fand ich auch. Ja? Ich fand auch immer, dass sie so ein bisschen schief sind. Ja, so ein bisschen. Aber das stört also, ja das nicht. Hier, ja, ist doch gut. Dann gleicht es die Schiefheit aus, ja? Das sieht man nicht, das stört nicht. Gut. Jetzt wissen es aber alle. Jetzt sagen alle, ah, ja, sieht man ganz genau. Nein, man sieht das nicht. Siehst du, ob es schief ist? Kannst du ja mal sagen. Man sieht das nicht. So, was habe ich jetzt hier oben? Jetzt muss ich, ist mich irritated. Bibi schläft immer noch. Also sie ist tatsächlich immer noch im Bettchen und schläft. Übrigens kommt dieser Spielbogen super gut an. Also das war eine sehr, sehr gute Idee. Da wollte ich dich ja auch nochmal auf dem Laufenden halten. Also gerade dieses ganz bunte, das gefällt dir total gut. Und was ich jetzt auch noch machen wollte, ach so, stimmt, mich ja um meine Pflanzen kümmern. Ja, denen geht es aktuell nicht so gut. Also ich hatte die ja wirklich super gut gepflegt im Architektenhaus. Das war ja mein ganzer Stolz, mein Dschungel. Und jetzt siehst du hier, ja, sieht nicht so gesund aus. Aber der Farn, der war sowieso immer schon so ein bisschen hinüber. Irgendwie kriege ich den nicht schön. So, die anderen Pflanzen sehen aktuell so aus. Da gibt es aber auch immer mal wieder so braune Blätter und so, aber am schlimmsten sieht der im Wohnzimmer aus. Und zwar, ich muss eigentlich weinen, deswegen geht es um meine Monster Thai Constellation. Du weißt noch, wie sehr ich mich gefreut hatte, als ich die gefunden habe. Und jetzt, ja, sieht sie sehr, sehr traurig aus. Warte mal, ich hole sie mal kurz. Mein ganzer Stolz, sogar im Wohnzimmer. Aber ich glaube, man sieht das auch schon. Also, diese weißen Flecken sind ja normal. Das ist ja das Besondere an der Thai Constellation, dass sie so weiße Blätter oder Blätterteile hat. Aber was nicht normal ist, ist, dass dieses Weiß nicht mehr so richtig weiß ist, sondern so ein bisschen trüb. Sieht man hier auch. Ja, das ist leider ein Befall von diesen kleinen Viechern hier. Die sieht man jetzt auch hier ganz gut, ne? Siehst du das? Ich weiß nicht, ob du das siehst. Hier so ein kleiner schwarzer Fleck. Ja. Davon gibt es hier leider ganz viele und deswegen muss ich die Pflanze jetzt einmal versuchen zu retten. Und zwar mache ich das mit meinem Neemöl. Das habe ich dir auch schon mal gezeigt, glaube ich. Ich habe eigentlich so eine Sprühflasche. Das heißt, ich mische das einfach mit Wasser, besprühe die Pflanzen. Oder so, wie ich das jetzt machen werde, ich werde das nämlich jetzt per Hand machen. Weil ich glaube, mit Sprühen komme ich da nicht mehr so richtig weit bei der Pflanze. Ich glaube, das heißt Tripse. Heißt das Tripse? Also es gibt ja so viele Sachen, bei denen man aufpassen muss bei Pflanzen. Es gibt Tripse, es gibt Wollläuse, es gibt Spinnmilben, es gibt Trauermücken. Oh mein Gott. Ja, und bei Trauermücken, ja, so heißen diese kleinen Fliegeviecher. Und das, was wirklich, wirklich hilft tatsächlich, ist dieses Neemöl. Sehr natürlich. So, ich brauche so ein Schälchen am besten. So eine Schale. Apropos Schale, guck mal.
konntet ihr ja noch, seitdem wir hier eingezogen sind, unser neues Haus mal ein bisschen mehr vorstellen. Gerade so Küche. Ja, wir haben uns langsam hier eingelebt. Es sieht hier richtig tipptopp aus. Ich habe meine Backschublade, die du schon ab und zu gesehen hast, auch immer so eingeräumt, wie ich das gerne hätte. Muss ich dir eigentlich noch so ein komplettes Update machen zu unserem wunderschönen Haus. Es hat sich hier auch nochmal so viel geändert seit unserem Umzug. Die Kinderzimmer oben auch noch. Da haben wir auch noch ganz viel geplant. Das werden wir jetzt über die nächsten Wochen auf jeden Fall in Angriff nehmen, damit wir hier uns auch richtig schön wohlfühlen. Aber jetzt suche ich erstmal was. Eine Schale. Also, was ich jetzt machen werde, ist einfach dieses Neemöl mit Wasser mischen. Ein Teelöffel auf ein Liter. Und dann sieht das so, ein bisschen milchig aus. Und riecht auch, also das Neemöl riecht auch. Und dann werde ich mit dieser Soße hier einfach die Pflanze komplett abschrubben, sauber machen. Und das hilft gegen diese Tripse. Man muss es aber sehr oft machen, also einmal reicht dann leider nicht. Ich muss mir erstmal das Ausmaß genau anschauen. Gerade so unter den Blättern sieht man meistens immer ganz viel. Also damit bin ich jetzt erstmal beschäftigt. Ne? Huch! Darf ich die Reise holen? Ja, klar! Die ist doch schon vertrocknet. Die ist nicht vertrocknet! Ja, aber Arbeit. Nein, sie ist nicht vertrocknet. Ihr geht es super. Ich versuche sie zu retten, Clara. Du musst mir Mut zusprechen. Und nicht... Super. Ja, sie sieht richtig schön aus schon mal. Sie ist richtig schön gewachsen, finde ich. Sagt dir das Mädchen, während sie sich ein Eis holt? Ist die Mandy noch an? Justus hat eine neue große Liebe. Eine neue Liebe hat der Justus, der Papi. Mandy, sag auf. Oh mein Gott. Papi, haben doch gesagt, du sollst das nicht jetzt machen, das Baby schläft. Ja, ich bin gleich geboren und gleich. Und ich habe gerade von deiner neuen Liebe erzählt. Ach so, Mandy? Ja, von Mandy. Sie heißt Mandy. Vielleicht verlasse ich dich wegen Mandy. Du verlässt mich wegen Mandy? Ich habe keine Chance gegen Mandy. Dürfen wir auch ein Eis, Mami? Ja, ihr dürft natürlich auch ein Eis, Mädels. Ist ein Witz unter uns. Die Mandy. Ich zeig dir gleich die Mandy, okay? Was ist los, Mädels? Nehmt euch den Tritt. Wir sind ein bisschen müde. Ihr seid müde? Wovon? Von Dodel Dodel. Von Dodel Dodel? Ja. Oh, ihr armen Mädels. Von der Hüpfburg wahrscheinlich, ne? Ja. Ist das anstrengend? Das war anstrengend. Oh, ihr armen Mädels, so anstrengend die Hüpfburg. Also die ganz kaputten Blätter. Oh, Justus macht jetzt tatsächlich diese Lampen nochmal gerade. Kannst du dich nicht entscheiden, welches Eis? Ja. Oh Mann, ist das... Ihr armen Mädels, wirklich. Das Leben, ne? Was hast du denn genommen, Elisa? So ein, achso, so ein Schokoeis. Willst du sowas nicht haben? Ich glaube, ich nehme auch so ein Spreit. Ja, dann nimm dir doch so eins. Müssen wir eigentlich noch haben? Wir haben vorgesorgt für die Kinder ganz, ganz viel Eis gekauft. Jetzt für die schönen warmen Tage. Ist das toll. So, ich mache das Ganze jetzt noch einmal. Also nochmal hier reintunken. Diese Öl-Wasser-Gemisch. Dann gehe ich nochmal drüber und dann bin ich mal gespannt, ob das schon was gebracht hat. Das sieht man ja dann noch recht schnell, ob nochmal kleine Viecher dabei sind oder nicht. Wieder schöne Stricksachen. Gucken, ob sie gleich weiter schlafen möchte oder ob sie jetzt ein bisschen rumgetragen werden möchte. Dann würde ich sie jetzt gleich ins Tuch wieder nehmen. Kannst du mal gucken? Mal gucken. Mhm. Was denn? Ich bin unzufrieden. Du bist unzufrieden? Was will der Papi uns zeigen? Ah, sieht gut aus. Ja, wir sind so schattig. Ja, wir sind so dunkel. Nein, ist doch gut so. Und was ist denn jetzt so hinhängen?
Tada! Nein, das sieht ja komisch aus. Also, das reicht dir, ja? Ja, sieht gut aus. Okay. Ich habe schon gesagt, dass du die Lampen echt nochmal umgehangen hast. Ja, ja, ja. Ja, aber es waren wirklich 3 cm. Okay. Okay. Jeder hat es gesehen. Mhm. Deshalb haben sie es jetzt geändert, ja. Okay. Okay, ja. Okay. Okay. Und hier, was ist das hier? Ja, das mache ich jetzt gleich weg. Dafür habe ich einen Staubsauger. Ne? Ja. Na, wieso? Was? Muss ich nur gucken. Ja, ist doch gut, Justus. Die paar Millimeter sind doch egal. Ach, Loki. Guck mal, was ich gefunden habe. In Elisas Kinderzimmer. Aus meiner Schulzeit. Warum ist das denn bei Elisa? Die Physika, kennst du das Buch? Ja, weil die Kinder die Bücher bekommen haben von uns. Ach, das war da drin? Ja, klar. Ja, das ist wahrscheinlich eine Hausaufgabe. 21 Punkte zu den Physikern. Das ist aber nur Punkt 8. Ja, der Rest ist ja irgendwie... Oder habe ich nur 8 Punkte gemacht? Aha. Anstatt 21? Keine Ahnung. Also Hausaufgaben hast du nicht gemacht, ne? So, achso, wir wollten ja noch Justus' neue große Liebe zeigen. Welches denn? Achso. Justus hat übrigens auch schon ein Video drüber gemacht. Also schau bei ihm vorbei, falls du es noch nicht gesehen haben solltest. Mandy und ich. Achso, das war das sowieso eine Idee aus der Community, oder? Ja, 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 irgendjemand hat gesagt, ja, das wurde deine neue Liebe. Irgendwie. Da kam auch Mandy mit vor. Ja, dann soll sie doch so nennen, weil Mandy so gut mäht. Heißt sie jetzt Mandy, ne? Und die macht jetzt hier schön ihren Job immer, ja. Jeden Tag und tagtäglich. Und Justus spielt da so schön mit. Er hat nämlich so eine App sogar, wo er sie dann irgendwie kontrollieren kann. Ja, oh, gut, ich kann die Zeiten sehr schön steuern. Und Elisa hat ja Angst vor dem Ding. Echt? Ja. Nein, das stimmt doch gar nicht. Ja doch, Elisa mag das nicht so gerne. Also Elisa ist das suspekt, dass das Ding einfach auf sie zufährt, ohne dann anzuhalten. Ja, aber das stoppt ja sofort, also wenn es irgendwo an der Kante ist und so. Ja. Und es fährt auch nur tagsüber, weil da haben sich ja auch viele Sorgen gemacht. Genau. Also dass er morgens, irgendwie nachts oder abends fährt. Nein. Wir wollen ja nicht, dass der Nachbar sich beschwert. Und Igel dürfen sie auch nicht überfahren. Genau, nein, keine also, Sorge. Also es fährt wirklich genau heute Abend. Und ich muss sagen, seitdem sieht das hier wirklich schicki aus. Ja. Hier sind meine rosa Justus Küche. Ist auch super stolz. Ja, das ist echt gut. Auf seinen wunderschönen Rasen. Sieht wirklich aus wie so ein Englischer, ne? Ja. Sieht picobello aus hier. 3 cm runter. 3 cm ist das? Ach so. Und er schafft bis 1 cm. Aber er kannte so ein bisschen an die, also hier ist ja so ein Bordstein oder wie, also so ein Kantstein. Ja. Und wenn er drüber fährt, dann macht das. Hm. Ja, weil du ja die Grenze verschoben hast. Ja, ja. Also, ja. Die hatten ja hier das Kabel verlegt. Aber genau, man verlegt nämlich so eine Kabel, damit die Mandy weiß, ja, bis wo, wohin das geht. Ja, ja, aber bei dem Kabel ist halt so, die haben ja hier verlegt und dann war hier noch ein großer grüner Streifen übrig. Viel weniger Kanten schneiden. Aber sieht echt gut aus. Ich habe auch schon gesagt, hier hast du das auch schon richtig schick gemacht. Ja, noch nicht. Das noch nicht fertig, ne? Ich habe es ja nur so gemacht, wie ich es einpflanzen möchte. Also ich bin achso, die kommen doch richtig in die Erde rein. Ja, also die sollten noch in die Erde rein. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich die alle versenke. Muss ich mal gucken. Ich will ja auch noch ein bisschen was schneiden. Also den möchte ich noch schneiden. Ich möchte die noch ein bisschen schneiden. Und hier die ganzen Buchsbäume würde ich auch gerne so ein bisschen zurechtschneiden, dass sie halt schick aussehen. Und die sollten dann hier auch so verteilt werden, dass es hier eine richtig schöne grüne Fantasy-Ecke wird. Fantasy. Justus, und jemand hat auch eine Idee, und zwar hier vorne so ein Holzbrett draufzulegen, so als Bank. Sitz, ach so, ja, ja, schön. Finde ich total gute Aber Idee. Wir sitzen da ja eigentlich nicht so, ne? Ja, jetzt noch nicht, aber warte mal, irgendwann werden wir nur noch da sitzen. Das ist eine krasse Idee. Guck mal, also, du hast noch drüber gelacht, ne? Brauchen wir nicht die Beleuchtung. Und jetzt sieht das richtig krass aus. Ja, das sieht auch schick aus. Aber das kannst du ja dann nochmal zeigen. Ja, ja. Wir verabschieden uns für heute. Ja, wir müssen nämlich auf die Schaukel und schaukeln. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.